Vor 13 Jahren verschwand Maddie McCann während eines Urlaubs mit ihrer Familie an der portugiesischen Algarve-Küste. Seitdem fahnden Ermittler europaweit erfolglos nach dem mutmaßlichen Entführer. Jetzt gibt es einen Verdächtigen. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt wegen Mordes gegen einen 43-jährigen Deutschen. Nach Angaben des Bundeskriminalamtes handelt es sich um einen mehrfach vorbestraften Sexualstraftäter. Er verbüßt derzeit eine längere Haftstrafe, laut einem Zeitungsbericht wegen Vergewaltigung einer 72-jährigen US-Bürgerin. Der Mann lebte zwischen 1995 und 2007 regelmäßig an der Algarve, unter anderem in der Nähe von Praia da Luz. Von dort verschwand Maddie im Mai 2007 spurlos aus einer Ferienanlage. Der Fall sorgte weltweit für Aufsehen. Zwischenzeitlich standen auch Maddies Eltern unter Verdacht, für das Verschwinden ihrer Tochter verantwortlich zu sein. Der unter Verdacht stehende Deutsche soll in Praia da Luz verschiedene Gelegenheitsjobs gehabt haben, unter anderem in der Gastronomie. Laut BKA gibt es Hinweise darauf, dass er seinen Lebensunterhalt auch durch Straftaten wie Einbrüche in Hotelanlagen und Ferienwohnungen bestritt.